Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot Remastered Edition auf Seiten der Russen. Ganz genau, liebe Leute, Mission Insel Elba. Wird repariert. Und genau, ja, wir letzten Mal hier und hatten uns hier schon unsere Basis aufgebaut. Und ja, hey. Und unsere Armee quasi schon gesammelt. Und da würde ich sagen, baue ich jetzt einfach nochmal. Genau, wir haben Spionageflugzeug. Wir haben wieder unsere Fallschirmtruppen hier. Die stelle ich mal hier ab. Ja, mach die kaputt da, los. Mach die im Arsch. Sehr gut. Mach die kaputt. Sehr schön. Und ja, da kommt er mit Panzern angeschissen, der Gegner. Der hat einiges an Panzern hier. Aber kriegen wir hin. So, liebe Leute. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir haben uns hier unten abgeriegelt quasi. Und ja, sind jetzt weiter hier die Karte am Erkunden. Und hier oben ist die gegnerische Basis, glaube ich. Aha. Ah, da kommt er mit Schiffen. Ach, die schießen einfach meine U-Boote kaputt. Ja, dann, okay, dann ist Kacke. Dann ist Kacke. Die schießen also einfach meine U-Boote kaputt. So ein Mist. Seit wann schießen die denn automatisch? So ein Mist. Na gut, egal. Nehmen wir schon den hier. Bam. Mach den kaputt. Und den auch bitte. Bam. Sehr schön. Dann haben wir die Gefahr quasi schon mal gebannt. Und da kommt er jetzt wieder mit ein paar Miniken. Und da kommt er auch mit dem Schiff. Habt ihr das gesehen? Da kommt er auch mit dem Schiff. Abfangen, Leute. Definitiv abfangen. So, und bam. Wunderbar. Sehr gut. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Command & Conquer Remaster. Wie wir jetzt hier weiter die Karte erstmal erkunden. Und genau, wir haben wieder einen Fallschirmbomber. Das heißt, wenn der von unten kommt, dann sollte er eigentlich diese Männigen, wir müssen nämlich ein bisschen nach oben ziehen, diese Männigen treffen. Jetzt kommt er von oben, das ist irgendwie ein bisschen... Ja gut, aber er hat es immerhin getroffen. Alles klar, dann mach die kaputt. Los. Mach die kaputt. Und Bams. Sehr schön, liebe Leute. Gut, dann würde ich sagen... Warum kriege ich eigentlich kein Geld mehr? Ja gut, weil ich halt U-Boote baue wie nix. Ne? Das ist halt die Sache. Dass der immer mit seinen Mediken da eingeschissen guckt. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, genau. Den platt machen und Spionage. Na gut, dann betreiben wir nochmal kurz Spionage hier oben. Da kommt er. Und zack. Seht ihr das? Da ist die Basis von dem. Okay. Wunderbar, ich glaube, wir können jetzt tatsächlich mit dem Panzer losgehen. Und ja, liebe Leute, ich nehme es nach wie wieder mal an Sonntagabend auf hier. Oh, wir brauchen Silos. Okay, dann bauen wir bitte 5 Raketenwerfer und 10 Kampfpanzer. So. Oh, der kommt hier wieder ganz schön angekackt, aber das sind nur Miniken. Ja, wie gesagt, Leute, wieder Sonntagabend hier. Nehmen wir aber nach wie vor an dem Ende von dem Wochenende quasi auf hier. Aber ja, da kriegen wir schon hin. So, es ist noch hell draußen. So, da macht ihn mal kaputt da. Bams. Oh, sehr schön. Den Sammler platt machen da. Los. Schön die Einheiten rausziehen. Jawohl, schaut euch das an. Hack auf da an hier. So. Ihr macht das schon. Ich vertraue euch da. Ihr macht das schon. Boah, Miniken ohne Ende hier. So, und reinrauschen hier, los. Und kaputt machen. Mach die scheiß Sammler weg. So, sehr schön. Und bams. So, wunderbar. Die Türmchen hier platt machen. So. Wunderbar, liebe Leute. Dann können wir den hier schon überrollen. Und ja, liebe Leute, das fängt doch schon mal gut an, muss ich sagen. Das fängt doch schon mal so gut an hier. So, die Jacks, die können die Raffinerie da platt machen. Bams. Sehr schön. Bam. So. Und hier. Bam. Und den Bauhof platt machen. Ganz dringend, Leute. Was für Flammenwerfer? Hä? Seit wann haben Alliierten Flammenwerfer? Naja, gut. Ist auch interessant, ne, wenn die Alliierten einfach Flammenwerfer haben hier. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, erkunde mal weiter bitte. Ihr macht bitte die Nickenfabrik platt, die Flugzeuge. Und dann hoffe ich, dass das ausreicht. Wenn's. Sehr gut. Mann, das reicht ja auch noch. Sehr schön, Leute. Dann haben wir auch die drittletzte Mission quasi von den Russen durch. Und dann können wir eigentlich, ja, nachdem die letzte Mission dann schon... Ach, Leute, hört doch mal auf. Hört doch mal auf jetzt. Bam. So, mach die Schiffe platt. Okay, irgendwo da ist noch einer. Machen wir Spionageflugzeug bitte. Und die Fallschirmtruppen. Aha, da. Okay, Raketenwerfer, ihr könnt ja drauf feuern. Ihr könnt doch drauf feuern. Genau. Okay, ja gut. Das waren jetzt 6 Minuten. Für den Rest dieser Mission. Okay. Leute, das war Mission mit Insel Elba. Bam. Wäre schön, wenn noch so viele Bomben gewesen wären. Aber gut. Liebe Freunde. Ja, wir haben wieder einiges an Einheiten platt gemacht, ne? Ist klar. Und ja, den haben wir ganz schön aufgerieben, muss ich sagen. Wunderbar. Sehr schön. Und ja, dann machen wir einfach mal weiter. Die Mission werde ich nicht machen, weil ich mache ja nur die Alternativmissionen. So, wir waren bei den Russen und es sind tatsächlich nur noch 2 Missionen. Oh mein Gott. Oh, das geht so schnell, ey. Das geht ehrlich so schnell. Naja, gut. Gucken wir uns erstmal die Cutscene an. Na? Komm? Ja. General Kukov verspätet sich. Wir haben noch etwas zu besprechen, bevor er kommt. Nadja, dieser Tee ist ausgezeichnet. Vielen Dank. Ich habe ihn selbst gekocht. Wir können keine Inkompetenz dulden. Und wir werden nicht zulassen, dass sie unser Projekt Eiserner Vorhang noch länger gefährden. Schön, dass Sie das auch so sehen. Verräter zu bestrafen ist mein Ressort. Ja. Und mein Vergnügen. Meine Spione berichten, dass die Alliierten eine größere Seeoffensive planen. Wir können ihnen an der Auftankstation den Weg abschneiden. Gehen Sie mit Ihrem Kommandofahrzeug auf einer geeigneten Insel an Land und vernichten Sie die alliierte Tankstation. Wir müssen dieses Gebiet für unsere U-Boot-Operationen freihalten. Los! Und jetzt, General Kukov, erzählen Sie mir doch etwas über diese Geheimwaffe der Alliierten, diese Chronosphäre. Ah, ich weiß, welche Mission das ist, liebe Leute. Die mit der Werft, wo wir eigentlich nur eine Werft platt machen müssen. Aber, naja. Sehen wir gleich, was da jetzt noch auf uns zukommt. Oh, okay. Auf jeden Fall ein interessanter Anfang. Wir haben hier tatsächlich... was machst du hier? Wir haben hier tatsächlich nur U-Boote zum Anfang und eine Transporteinheit. Ah, ein Bauhof und Mannequin. Ah, ich glaube, das ist sogar dieselbe Karte wie beim letzten Mal, oder? Wenn ja, dann ist das ja wieder ziemlich easy hier. Soll ich lieber, wartet mal. Ich guck mal gerade erstmal hier rum, wo ich mich denn hier aufbauen kann. Ich glaube hier. Was hier unten, das ist wieder so ein Verarschfeld, glaube ich. Ne, dass man sich extra hier aufbaut. Oder... Ist das so? Ich weiß, bin mir nicht sicher. Aber ich baue meine Basis erstmal hier hinten auf. Obwohl, da bin ich jetzt in der Nähe von einer Brücke dran, ne? Wartet mal, hier ist nämlich eine Brücke. Und, war das jetzt so klug hier? Oh, da kommen Jeeps an! Da kommen Jeeps an! Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Hey, 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 hey. Da will einer Stress machen hier. So. Nochmal eine Raffinerie, bitte. Da kommt er einfach mit seinen Jeeps eiskalt hier an, ey. Oh Mann. Na gut, ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee war, dass ich mir jetzt mich das hier hinten aufgebaut habe, aber... Ey! Hey, 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 hey. Nix da, Kollege. Nix da. Flammenwerfer, du kriegst den. Komm. Mach den platt. Ja, sehr gut. Wunderbar, liebe Leute. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Wie wir jetzt hier die Rüsten weitermachen. So. Sammler, du kannst bitte schon mal nach da oben fahren, ja? Ich hoffe, dass das keine... Ah, das war eine Scheißidee. Das war eine richtige Scheißidee. Wo ist denn der? Da rechts. Alter, okay. Mach bitte die Brücke nicht im Arsch, ey. Die Brücke, die muss nämlich... Was war das? Habt ihr es gehört, Leute? Was war das? Das ist ein Minenleger. Dieses Klicken kommt von einem Minenleger. Würde ich sagen, nehmen wir uns den mal an. 5 schwere Panzer. Und Energie ist schon kritisch, okay. Das ist interessant. Aber nicht so ein großes Problem. So, ich würde gerne... Wo kommt die Gummipanzer her? Scheiße. Oh, Gottes Willen. Puh, ey. Zum Glück sind die Russenpanzer so stark, ey. So. Oh, da ist der... Da hat er mich ganz schön überrascht, der Gegner. Ja, klar. Ein einzelner Schütze. Na komm. Dann mach den platt. Ja, sehr gut. Und dann brauche ich nämlich gleich auch schon meine Tesla-Spulen. So, und hier werde ich auch ein Technologie-Center bauen, tatsächlich. Wer schießt denn hier die ganze Zeit? Das sind Schlachtkreuzer von unten. Okay. Da ist er. Komm. Und kaputt machen. Ach, genau. Hier hat der Gegner auch diese scheiß Spawner, ne? Zur Verfügung. Ja, ich glaube, das war hier so. Gut. Techzentrum. Noch ein Großkraftwerk, bitte. Genau, das war doch so hier. Ja, ja, der Gegner hat hier Kreuzer-Spawner auch. Ne, das wird mega nervig, ey. Was war das? Ich höre hier doch die ganze Zeit einen ballern. Was zum Teufel? Hier ist noch eine Brücke. Ah, hier ist noch eine Brücke. Ja. Wartet mal. Wenn ich da nicht reinkomme, werde ich die Uhr vielleicht sogar hier oben hinbauen. Aber erstmal hier Verteidigung aufbauen. So. Dann werde ich in dieser Mission tatsächlich auch Flugfelder bauen wieder. Weil wir ja die guten Mix zur Verfügung haben. Ganz genau, wie es mit U-Boote. Weil ich brauche U-Boote ziemlich dringend hier, ja. Muss ich sagen. Das Ding ist jetzt halt... Neue Bauoptionen. Was ist jetzt die Frage, Leute? Komme ich denn hier rüber eigentlich? Ohne dass die Brücke im Arsch geballert wird. Ne, da steht irgendwo... Ach, das war doch so klar, dass der jetzt wieder... Alter! Nein! Ach, verdammt, ey! Hat der mir mein Tech-Zentrum weggenommen? Kann ich nochmal nachbauen? Penner, ey. So, erkunde mal bitte hier. Hier ist doch gar nichts. Ja, ich weiß, dass ich Silos brauche. Bau mal bitte 5 Mammuts. Aha. Aha, 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 aha. Da. Kaputt machen. Der will mich nämlich wieder nerven hier. So, bam. Alle bitte schießen. Hallo, alle schießen bitte. Bam, bam, bam. Sehr schön, Leute. Gut. Ja. Dann Tech-Zentrum nachgebaut. Dann werde ich eine Tesla-Spur... Hubschrauber können wir bauen. Meine Lieblingshubschrauber. Tatsächlich. Die Russen-Hubschrauber, die sind so geil, Leute. Die nutze ich einfach ziemlich gerne. Weil die haben so effektive Maschinengewehre. Und, naja. Wo kommt er jetzt wieder mit an? Hier mit 2 Kanonenbooten. Okay. Dann lasst die erstmal hier reinfahren. Und schießt drauf. Schießt drauf! Bam. Und den dann auch. Ach, sehr gut. So. Wunderbar. Dann könnte ich eigentlich noch eine U-Boot-Werft hier unten brauchen, ne? Bauen wir hier eine Tesla hin. Und schon habe ich kein Geld mehr. Scheiße. Und schon habe ich kein Geld mehr. Toll. Ach, jetzt hört doch mal auf. Du triffst doch eh nicht. Was soll denn das? Okay. Das heißt, ich muss mal gerade alles abbrechen und noch einen dritten Sammler bauen, bitte. Warum bringt ihr eigentlich in die gleiche Raffinerie rein? So. Liebe Leute, dann würde ich sagen, nehme ich mir mal die U-Boote hier und ja, erkunde mal den Bereich, was hier so geht. Das kann ja... Der steht hier drinnen, ne? Der steht hier drinnen, der Penner. Ja, ja, der steht da drinnen. Der sammelt sogar automatisch. Das ist sehr gut. Hm, was könnt ihr als nächstes bauen? Flugfelder sind gar nicht mal so schlecht, ne? Ja, Flugfelder. Melde mich wie befohlen. Erkunde. Oha. Konstruktion abgeschlossen. Aha. Da hat er wieder einen Transporter, habt ihr gesehen. So, aber das soll mich nicht interessieren. So, da können wir nämlich jetzt unsere schönen Mix bauen. Wunderbar. Sammler, du sammelst bitte hier oben frei. Konstruktion abgeschlossen. Wunderbar. Wie gesagt, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Guck mal, der Conquer Remaster. Wie war jetzt hier die quasi echt die letzte Mission schon der Russen machen. Also die vorletzte Mission der Russen. Ach, yo. Der mit seinen Kreuzern, ey. Jo, kein Geld mehr. Der Sammler, ja. Gut. Wo soll ich das hinstellen? Aber das so kommt. Machen wir das mal so. Und wir haben unsere 4 Mix. Spionage können wir wieder betreiben. Sehr gut. Und ihr macht den bitte platt. Ja. Macht den kaputt. Los, bevor der hier durchkommt. Lasst den nicht durch. Um Gottes Willen. So, Spionageflugzeug. Spionieren wir bitte hier hin. Ich will wissen, was da ist, Kollege. Junge, ey. Ist der da? Ah. Sehr gut. Mix macht den kaputt. Da kann ich nämlich hier in Ruhe das Zeug hier einsammeln. Bams. Wunderbar. Und ja, dann machen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Wir haben unsere Basis jetzt eigentlich schon komplett. Wartet mal, hab ich. Heliports. Gestoppt. Wartet mal, Heliports. Stimmt. Die baue ich auch noch hier unten hin. Heliports sind nämlich mega nice. Einfach mega gut. Leute. So. Aber ich brauche eigentlich auch erstmal eine U-Boot. Ja, ich ist ein bisschen unkoordiniert. Aber, naja, was soll ich machen? Spionageflugzeug bereit. Da haben wir wieder ein Spionageflugzeug. Sehr schön. 5 U-Boote da unten hin, bitte. Und dann erforscht bitte nochmal da und... ihr könnt ja vielleicht diesen Transporter da abballern. Bams! Ja, sehr gut. Ihr könnt den Transporter abballern. Wunderbar. Ja, wenn der so blöd ist und sich da hinstellt, ich meine, mein Gott. Oh, der Hellmarsch, Leute. Der gute alte Hellmarsch. Alles klar, dann würde ich sagen, erkunden wir auch noch ein bisschen hier die Karte. Und ist das hier... Ach, Quatsch. Beim letzten Mal hatte ich eine andere Karte gespielt. Beim ersten Durchgang. Ich glaube, ihr erinnert euch auch, wenn ihr es geschaut habt. Was ich nicht glaube, aber wenn ihr es geschaut haben solltet. Dass wir beim letzten Mal tatsächlich hier eine andere Karte hatten. Da waren... Ach Gott. Na komm, mach schneller. Da, schön dreimal ballern. Sehr gut. Da war die Alliiertenbasis nämlich hier unten und jetzt ist die hier oben rechts. Ganz genau, liebe Leute. Ja, gute alte Hellmarsch. So, dann brauchen wir aber noch ein Großkraftwerk. Und... Ja, was haben wir da schon wieder für eine Sonderwaffe da bereit? Ist das eine Spionage? Das ist eine Spionage. Sehr gut. Ja, wir kommen voran. Tatsächlich. Vorletzte Mission, wie gesagt, dann kommt noch die Ameisenkampagne und dann ist tatsächlich... Aha, schaut mal. Dann ist tatsächlich Alarmstufe Rot 1 ja, fertig. Tatsächlich. Beziehungsweise Command & Conquer Remastered ist dann fertig. Leute. So, einen Bomber, aber da kommt er erstmal mit einem Schlachtkreuzer wieder an. Wartet mal. Kann ich den so abfangen? Komm schneller! Ah, shit. Das hat nicht geklappt. Schade, aber... Das hat nicht geklappt. Nicht so ganz, aber... Jetzt hör doch mal auf hier... Nach Silos zu... Verdammt. Nach Silos zu schreien. Junge, Leute. 5 Mammutpanzer. Die bringen hier laufend die Edelsteine rein, ey. Ja, komm. Ah, sehr gut. Wir müssen hier schön effizient arbeiten, sag ich mal. Gut. Noch weitere Fallschirmmännchen. So. Sehr gut. Und jetzt sehen wir, was hier gebacken ist. Das ist doch auch schon mal gut. So, dann haben wir unsere 4 Helik... Ah. Was? Was geht denn hier ab jetzt? Ach, hört doch mal auf. Den kriegt ihr. Sehr gut, Leute. Den da auch bitte. Ach, wir brauchen Silos, ich weiß, Leute. Dann werde ich ihm jetzt einfach ein paar Silos bauen. Aber warte mal, bevor der mich dann nervt. Mach den platt. So, zack. Wunderbar. Gut. Wir scheffeln hier ohne Ende Geld. Der kann mal bitte nach hier oben kommen. Und dann baue ich hier nochmal 3 Transporter. Dann gehe ich nämlich mit Mammutpanzern rein. So. Am besten einfach... wie viel habe ich jetzt? 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann 10 Raketenwerfer. 5 Raketenwerfer. So. Ja, dann haben wir jetzt noch ein Spionageflugzeug. Mal bitte da. Ah, ich komme da gar nicht drüber, ne? Ich dachte, ich könnte da rüber irgendwie, aber das funktioniert nicht. Na, das funktioniert nicht. Wir müssen jetzt tatsächlich mit Schiffen arbeiten, okay. Dann können die aber mal ein bisschen Stress machen. Aber wartet mal. Wer schießt denn da schon? So weit kannst du schießen, okay. Ja, okay, die beiden U-Boote halte ich da für die Schlachtkreuzer. Die 5 können wir nochmal dahin. Und ja, dann sind wir tatsächlich schon am Folgenende angekommen, liebe Leute. Und ja, dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen tatsächlich. Erzählt gerne weiter den Kanal. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Alter. Und ja, bis hier weiter geht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.